Hallihallo, hier ist wieder mal die Heißluftfee. Und heute machen wir, ja, wie nennt man das? Ich habe einen Rest Käse da. Das ist ein Stück Gouda-Käse. Hier habe ich noch ein bisschen Schwarzwälder Rest. Ich hatte schon einiges damit gezeigt. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen rumdrapiert, wie man sieht, dass es wie eine Hülle werden kann. Dort lege ich jetzt das schöne große Gouda-Stück mittig hinein. So oder so, am besten so. Hält es, glaube ich, am besten. Ich habe hier 8 Eier. Die werde ich jetzt ordentlich verquirlen. Schieben wir das mal ein bisschen hier rüber. So. Mach da jetzt Salz, Pfeffer, Paprika dran. Und ich habe einen Rest Nudeln von gestern. Man kann aber auch ganz toll Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Kohlrabi, alle Reste, die ihr habt, dafür verwenden. Wir haben jetzt von gestern Nudeln übrig. Und ich denke, das finden die Männer auch ganz toll. Ich hätte es auch geliebt mit Brokkoli und Blumenkohl. Also diese Variante kann man dann immer mit dem machen, was man gerade noch so da hat. Und ich hole euch dann gleich wieder dazu. Wenn ich jetzt die 8 Eier mit Salz, Pfeffer und Paprika ein bisschen verquirlt habe und die Nudeln dann hinzufüge, dann könnt ihr mitgucken nochmal. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt hier ein bisschen mit Pfeffer, Paprika. Ich habe natürlich wieder mein Bärlauchsalz genommen. Muss natürlich nicht. Es kann auch ganz normales Salz sein. Ihr könnt Kräuter hinzufügen, die euch lieb sind. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Schinken klein gemacht. Das machen wir da noch ordentlich mit rein. Wir nehmen jetzt die Restnudeln von gestern und drapieren die hier so ein bisschen um den Käse. Das geht auch, wie gesagt, mit Blumenkohl, mit Brokkoli, mit egal, was euch lieb ist und was ihr noch übrig habt. Ne? Ich mache das jetzt mal ruhig ordentlich voll. Oh. Wenn ich das jetzt so nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht noch einen Nudelsalat von gemacht. So, und dann machen wir jetzt diese Masse hier einfach mal drüber. Jetzt schlagen wir das hier so ein ganz klein wenig ein. So. Das Ganze kommt in unsere Prinzessin. Jo, ich weiß nicht, 160, 165, 12 Minuten. Probieren wir mal. 165, 12 Minuten. Und nach 6 Minuten schauen wir mal zusammen, was daraus geworden ist, ob das schon ganz gut aussieht. Ob wir es verkürzen können oder ob lieber noch einen Tug länger, aber ich denke mal fast, dass vielleicht sogar 10 Minuten reichen. Gegart ist ja soweit alles. Es muss nur der Käse in der Mitte ein wenig schmilzen und die Eimasse ein wenig stocken. Aber wir lassen es jetzt bei 12 Minuten, 165 Grad. Ich hole euch in 6 Minuten wieder dazu. Bis gleich, ihr Lieben. So, 6 Minuten sind rum. Wir schauen mal zusammen. Guck mal, wenn das nicht lecker ist.
Aber ich glaube, der Käse, der kann noch ein ganz, 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 ganz klein bisschen. Wollen wir mal gucken. Ja, der kann noch ein bisschen. Wir gucken mal, wie das nach 6 Minuten ausschaut. Das ist jetzt natürlich nicht low carb. Nur falls Fragen kommen. Durch die Nudeln ist es nicht low carb. Ich mache nicht low carb, nur. Ich hatte das schon mal in einem Video gesagt. Hin und wieder mache ich gern mal ein paar low carb Gerichte. Aber ich habe hier 3 Männer zu Hause und ein großer, toller Mann ist schon ausgezogen, einer meiner Söhne. Und wenn die alle da sind, dann kann ich nicht nur low carb machen. Die brauchen Kohlenhydrate, die brauchen lecker, lecker essen. Und dafür eignet sich das jetzt eben mit den Nudeln recht gut. Auch um sie zu verwerten und lecker zu verwerten. Wie gesagt, man kann es mit Blumenkohl, Brokkoli und anderen Gemüse machen, Möhrchen in die Rühreimasse. Da kann man machen, was man möchte. Selbst ausprobieren. Probiert einfach. Es kann ja nichts schief gehen. Es ist was zu essen und im Endeffekt habt ihr es ja nur selber auf dem Teller. Ich freue mich drauf und gucke mal, wie das mit dem Gouda und dem Zerfließen so ist. Weil das war ja wirklich ein dicker Brocken noch, den ich da hatte als Käse. Man kann das natürlich auch lieber mit einem Käse machen, der vielleicht ein bisschen schneller schmilzt und nicht ganz so fest und hart ist. Aber wir schauen gleich mal. Ihr Lieben, ich hole euch dazu, wenn es gepiept hat. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe noch 2 Eier in meiner 10er-Packung. Es waren ja nur 8 Eier benutzt worden. Und da das jetzt eben so trocken aussah, von oben, da es ja schon stockt, mache ich jetzt hier einfach mal noch die restlichen 2 Eier obendrauf. So, bisschen Pfeffer. Ihr könnt jetzt mal so der Pfeffer sein, ein bisschen Paprika. Und mein toller Bärlauchsalz. Ups, na komm raus, ist schon fast leer. Haben wir schon so oft benutzt. Und wieder rein. Die restlichen 4 Minuten. Mein Spiegelei obendrauf. Lecker, lecker, lecker. Bis gleich. Falls mir nicht wieder was einfällt, dann hole ich euch natürlich früher dazu. Natürlich fällt ihr doch noch wieder was ein. Es hat gerade gepiept, die Zeit ist um. Wir gucken rein und es gibt dann obendrauf nochmal eine leichte Kruste Pizzakäse. Wir haben hier mittendrin einen großen Gouda-Kern. Das duftet und sieht gut aus. Aber das toppt doch nochmal alles. Muss auch nur ganz leicht sein, dass das schön miteinander noch verläuft. 2 Minuten bei 180 Grad. Und los geht's. Lecker, lecker, lecker. Bis gleich. Und es hat gepiepst und ich denke mal, wir haben es jetzt fertig. Mir fällt momentan nicht noch was ein. Ui, 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 ui. Also ihr Lieben, wenn das nicht lecker ist, weiß ich auch nicht. Oh, ist das schwer. Oh. So. Wie kriegen wir das jetzt raus? Backhandschuh und einmal umdrehen und auf dem anderen Teller. Ich hole euch gleich dazu, wenn ich das irgendwie da rausgehievt habe. So, ihr Lieben. Hier ist es jetzt fertig. Es ist heiß und sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so richtig sehen könnt. Oh. Lecker, ganz, ganz lecker. Ich schneide das jetzt mal an und nehme mir ein Stück davon heraus und hole euch dann dazu. Und fertig ist es. Ich habe es aufgetan, zeige es euch hier nochmal. Ihr seht ihr, wie der Käse herrlich rausläuft, den Schinken, die Nudeln und den Salat dabei. Ich lasse es mir jetzt schmecken und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.
Das wäre auch mit Blumenkohl gegangen oder Brokkoli statt Nudeln, ne? Also, das gibt's, probiert euch aus. Macht anderes mit hinein. Ihr Lieben, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ciao, ciao. Lecker, 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 die Heißluftfee.